20. dubna roku 1945 ve 3 hodiny ráno začal historický útok na hlavní město nacistického Německa. Po třech dnech se obrana Berlína zhroutila. Alle verraten mich. Selbst meine Freunde. Göring hat mich verraten. Mich und sein Vaterland. Dabei habe ich dem alles gegeben, was er wollte. Und hinter meinem Rücken verhandelt dieser Himmler mit den Amerikanern über eine Kapitulation. Das ist die schrecklichste Enttäuschung meines Lebens. Ein Verräter darf nach mir niemals zum Führer werden. Ihr müsst raus von hier und dafür sorgen, dass er es nicht wird. Ich verstehe, mein Führer. An der ganzen Front hat sich nur ein einziger Mann als wahrer Befehlshaber bewährt. Jener Mann, der den stärksten Angriffen standgehalten hat. Schörner. An allen Befehlsstellen hat er Hervorragendes geleistet. Nur Schörner und Dönitz haben mir die Treue bewahrt. Mein Führer, Sie haben völlig recht. Schörner verfügt immer noch über eine Millionenarmee auf dem Gebiete des Protektorats und in der Ostmark. Sie dürfen das deutsche Volk nicht enttäuschen. Die Reichskanzlei steht unter Beschuss. Jawohl, bitte. Generalfeldmarschall Schörner bittet, den Führer sprechen zu dürfen. Mein Führer! Ich ersuche Sie eindringlichst, sich mit dem Oberkommando der Wehrmacht in die Festung Böhmen zurückzuziehen. Meine Heeresgruppe ist bisher noch völlig intakt. Sie müssen damit rechnen, dass die Russen den Verteidigungsring durchbrechen, in wenigen Tagen Berlin umzingeln und Sie Ihre Handlungsfreiheit berauben werden. Prag wird unsere letzte Festung sein. Hier werden Sie in Sicherheit sein und können alle politischen und strategischen Möglichkeiten ausnutzen. Nein, ich bleibe hier. Entweder ich behaupte Berlin oder ich sterbe hier!